Guten Morgen, es ist 9.46 Uhr und wir haben heute Dienstag, den, muss ich erstmal überlegen, dann müssten wir heute Dienstag den 11. haben, 11. August, richtig, Samstag war der 8., Sonntag der 9., Montag der 10., Dienstag der 11. Jetzt sind wir gerade vom Hotel Mont Velon weggefahren. Da haben wir heute Nacht übernachtet. Kann ich euch ja gerne mal kann ich euch gleich mal ein paar Impressionen geben. Ein paar Bildchen. Ja, mich habe ich nur ein Bild vom Zimmer gemacht. Waren wir gestern Abend noch ein bisschen draußen und haben die Gegend erkundet. War ganz, ganz cool, das kleine Ortschaft da, dieses, so ein Bergdorf. Echt, echt schön. Was da für Häuser gibt und so. Und jetzt geht's auf nach Eglies oder so. Also es wird geschrieben EYGLIERS und ist Französisch. Also jetzt erstmal Richtung Aosta, genau. Und dann geht's weiter nach Westen und dann wieder nach Süden und so weiter, was weiß ich wie. Müssen wir dann mal gucken. Vierergruppen fahren. Sehr schön. Ich mach mal das Visier hoch, schon mal wissen, wie es so aussieht. Ah, irgendwie sieht's jetzt so schön aus. Hier hat man viel mehr Kontrast. Die Berge kommen hier viel mehr zum Vorschein mit Visier. Ohne Visier ist alles weiß. Ah. Sieht echt besser aus mit Visier. Schade. Bonjour. Schon. Oh, guck mal da oben hin. Geil. Komm mal hoch, komm mal hoch. Das ist ja scheiße. Na, da ist die Rue Edelweiß. Rue Edelweiß. Interessant. Schon schön. So diese Straße hier. Die Landschaft. Kann man sich voll vorstellen, dass man hier sehr ruhig wird. Aber ich glaube, die Italiener sind auch so ein bisschen ruhig und hektisch zugleich. Also sehr so ein gemischtes Volk. Gemischter Gefühle. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die alle so über einen Tisch scheren, kehren kann. Ah, wieder mit meiner sechste Gang Scheiße hier. Ja, der Matze bereitet sich wieder für ein Kurvendesaster vor. Mont Blanc. Das ist er. Ja,
Das ist der Mont Blanc. Ist klar, aber irgendwie sieht der hier links immer höher aus. Ne? Arvier. Kommen wir denn nicht nach Frankreich? Ich glaube eher, das ist er. Könnte ich mir so ein Basislager vorstellen. Im Himalaya-Gebirge gibt es einfach einen Berg, der doppelt so hoch ist. Einfach nochmal drauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sag mal. Okay, ich habe es gerade auf dem Schild gesehen. Der Mont Blanc ist der hinten, der einfache. Nicht der Doppelhöckrige. Also der hier links. Schönes Blechbächle. Also in der unterm Visier sieht das viel imposanter aus. In echt sieht es auch imposant aus, aber es hat einfach nochmal diese Schattierung, sieht man viel besser von den einzelnen Gebirgszügen. Einmal ein Gebirgsbach mit einem Wasserfall und ein Matze, der jetzt gleich Gas gibt. Nee, doch nicht. Ah, wir müssen wohl jetzt links. Nicht links. Okay, gut. Dann halt ich. Jetzt läuft sie. Ist noch Hornisse, ne? Sogar noch Hornisse? Ja. Sogar irgendwas liegt mir in Helm. Das sind meine Fußknüsten. Die Pollenbiopsie mögen die nicht. Soll ich sie jetzt wegmachen oder nicht? Sie krabbelt jetzt rein. Ich trotzdem wieder heim. Oh Mann!